Der einzig brauchbare Teil des Fahrradwracks ist der Schlauch aus dem Reifen. Man weiß ja nie, wann man sowas mal brauchen kann. Der Schlauch von dem alten Fahrradwrack, das Rio aus dem Meer gefischt hat. Ein knapper Meter leicht angemodertes Gummi, bestimmt für irgendwas zu gebrauchen. Hier ist ein Fisch, nimm schon. Es ist etwas schwierig, ihn in die Tasche zu stecken, solange der so rumzappelt. Kein Problem. Was kann ich mit einem alten Fahrradschlauch anfangen? Ich weiß, was ich damit machen würde. Ich würde die größte Schleuder bauen, die du je gesehen hast. Und damit würde ich Bronson aus sicherer Entfernung Fische um die Ohren klatschen. Mit deinen ballistischen Fischkonstruktionen wirst du dir eines Tages noch ganz großen Ärger einhandeln. Ein verrosteter halber Fahrradrahmen. Ich lege mein Stück Glückskohle in die Schleuder. Ziele sorgfältig? Nein! Mein Stück Glückskohle verschwindet in der Ferne. Sieht aus, als wolle es wirklich in eine erdnahe Umlaufbahn eintreten. Okay, Katze, du hast es zwar nicht verdient, aber hier ist ein Fisch für dich. Das kleine Monster frisst die Fische, aber es lässt den Ball dabei nicht aus den Augen.
dein Fisch, nimm schon. Sonst will ich von Rio eigentlich nichts mehr wissen. Nein. Das sollte ich mir noch mal überlegen. Das ist es nicht. Falsch, ganz falsch. Ich bezweifle, dass ich Rios Verständnis für Fischaerodynamik habe. Es muss doch ein besseres Geschoss geben als einen toten Fisch. Und noch ein kleiner Fisch. Das kleine Monster frisst die Fische, aber es lässt den Ball dabei nicht aus den Augen. Ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Das muss ich vom Boden aus machen.
Das sollte die alte Katze in Schwung bringen. Ich hoffe nur, sie bekommt nicht gleich einen Herzschlag. Ich will nicht den Zorn dieses Monsters auf mich lenken, indem ich meine Finger in Reichweite seiner Krallen bringe. Ich habe gerade zufällig keine Fahne bei mir, also muss der Fahnenmast wohl nackt bleiben. Ich lege den Ball in die Schleuder. Ziele sorgfältig. Jawohl! Okay, dann war es eben ein Glückstreffer. Aber ich habe die Theodolitenmarkierung sauber von der Spitze des Fahnenmastes geschossen. Zur Hölle geht hier vor. Ja, Bronson. Ihnen auch einen schönen guten Tag. Sie schon wieder. Haben Sie an meiner Theodolit-Markierung rumgemacht? Wo ist die denn? Ich musste schon mal zum Fenster rausklettern, um sie anzubringen. Verdammt, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Aber nicht jetzt. Das Haus ist verschlossen und die Schwestern sind nicht da. Elender Mist. Ich muss meine Reservemarkierung an dem anderen Flaggenmast anbringen. Einen ganzen Morgen umsonst gearbeitet. Ich mache das alles fertig hier und dann mache ich Sie fertig. Darauf können Sie sich verlassen. Ach wirklich? Na schön, ich warte. Oh.
Was liegt an, Bronzy? Hängen Sie einfach so rum? Dafür bringe ich Sie um, Strobot. Holen Sie mich hier runter. Wozu? Damit Sie mich besser umbringen können? Sie haben mich gerade überredet, Sie lieber noch etwas hängen zu lassen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, Bronson da oben hängen zu lassen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Die Markierung ist ein helles, glitzerndes Ding. Und ich habe eine geheime Schwäche für helle, glitzernde Dinger. Ohne Theodoliten ist das Ding aber nicht viel wert. Nachdem Bronson aus dem Weg geräumt ist, kann ich endlich einen ungestörten Blick auf die Pläne werfen. Bauzeichnungen von Architekten sagen mir eigentlich nicht viel. Aber so viel verstehe ich. Das hier sind Pläne für ein fünfstöckiges Luxus-Piratenhotel mit 200 Zimmern. Ein weiterer Fleck auf dem weißen Tischtuch des Paradieses. Sieh da! Wieso hängt Mr. Bronson da am Flaggenmast? Der ist da ganz alleine hochgeklettert. Dann helfen Sie ihm, Sie dummer Mann! Schnell, bevor er runterfällt! Hi, dürfte ich fragen, ob... Ach, hören Sie doch auf. Helfen Sie lieber dem armen Mr. Bronson. Hier, Bronsons Pläne. Das sagt mir alles nichts. Sie hat ihre Lesebrille nicht auf. Ah, warten Sie mal. Ja, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich alles ganz klar. Der Mann plant, ein riesiges Hotel zu bauen. Bronson hat unser Vertrauen schmählich missbraucht. Mina, man wollte uns reinlegen. Bin ich froh, dass wir seinen Vertrag nicht unterschrieben haben. Oh, ich hasse Vertrauensmissbrauch. Besonders schmählichen. Komm mit, Mina. Sie dürfen sich ab sofort als persona non grata betrachten. Jawohl. Cave canem. Bitte lösen Sie sich freundlicherweise auf der Stelle von unserem Flaggenmast und entfernen Sie sich von unserem Grund und Boden. Dalli, Dalli, lösen und entfernen. Hey, hören Sie damit auf, Sie verrückte alte Schachtel. Wie können Sie es wagen?
Mina ist nicht verrückt. Sie ist nur auf charmante Weise etwas exzentrisch. Klar, wie eine fliegende Kuh. Autsch! So schön der Ausblick hier auch ist, wäre ich Ihnen doch sehr dankbar, wenn Sie mich jetzt ins Museum ließen. Aber sicher, junger Mann. Wir sind Ihnen zutiefst verbunden, dass Sie diesen Bösewicht entlarvt haben. Mina, das Schloss. Vielen Dank, meine Damen. Stoppard, seien Sie ein Mensch. Schaffen Sie mir diese Harpyien vom Hals. Autsch! Während George sich in der Karibik die Sonne auf den Bauch scheinen lässt, habe ich ihn. Es ist vielleicht etwas weit hergeholt, aber ich will mit meiner Suche nach dem Jaguarstein im Britischen Museum beginnen.